Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch einen Jalousiegurt austauschen. In den Jahren ist er ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und bevor uns das ganze Teil wegreißt, tauschen wir den lieber aus und die Abdeckung gleich mit. Und dann sieht das Ganze so aus. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch jetzt. Dies alles benötigen wir und vielleicht ein Tritt. Und natürlich das Reparaturset von Gurtfix. Enthalten ist ein 4,3 Meter langer Gurt, der hat eine Breite von 23 mm. Die genaue Anleitung befindet sich auf der Rückseite, die wir gleich befolgen werden. Des Weiteren benötigen wir noch die Abdeckung. Die Abdeckung hat ein Achsmaß bzw. Bohrmaß von 16 cm. Das wird von Schraubenloch zu Schraubenloch bemessen. Meistens gibt es da zwei verschiedene, einmal 18 und einmal 16 mm. Zu diesem Reparaturset sind ja 4,3 Meter enthalten. Meistens hat man eine Fensterlänge von 2 Meter und das nehmen wir einfach mal 2, also 4 Meter. Und 30 cm sind als Puffer. Im Reparaturset sind drei Teile zu finden. Einmal zwei kleine Ösenteile, der Gurt selber mit ein Stück Blech und eine Art Pflaster, was nachher um das Blech geklebt wird, das dieselbe Farbe hat wie der Gurt. Als erstes öffnen wir unsere Jalousie bis zum Anschlag. Dieses Stück Blech wird jetzt mit diesem Gurt verbunden und vernietet. Dazu benötigen wir einen Cutter. Und mit diesem Cutter schneiden wir uns im alten Gurt in der Mitte hinein einen ca. 5 mm langen Schlitz. Das Cutter sollte ziemlich scharf sein und Vorsicht, nicht dass ihr den ganzen Gurt durchschneidet. Lieber Stück für Stück rantasten. Dann nehmen wir das Stück Blech und stecken den kleinen Zapfen hindurch und biegen das einmal komplett herum, so dass beide Öffnungen übereinander liegen. Ihr könnt das Stück Blech auch einmal vorweg zusammenbiegen. Dann nehmt ihr den Zapfen, den Nagel, der mit im Paket dabei war, und sticht ein Loch hindurch. Dieses Loch dient gleich für unsere Niete. Die Niete besteht aus zwei Teilen. Das eine stecken wir jetzt durch den Blech und das andere auf der anderen Seite hinauf. Und dann könnten wir das Ganze jetzt mit einer Nietenzange miteinander verbinden. Da ich keine Nietenzange habe, kann man auch eine Kombizange verwenden. Das mäßig zusammendrücken. Und nun kommt ein kleiner Trick. Ich verwende ein Stück Dachlatte. Am besten nehmt ihr hartes Holz, Douglasie oder Nussbaum oder Eiche. Diese Dachlatte legt ihr einfach hinter diese Niete. Und dann könnt ihr die Niete schön auf diese Dachlatte mit einem Hammer flach schlagen bzw. miteinander verbinden. Nun habt ihr den neuen Gurt mit dem alten Gurt verbunden. Und somit können wir den alten Gurt unterhalb des neuen Gurts abschneiden. So wie ihr es hier sehen könnt. Dann nehmen wir uns ein Feuerzeug, Vorsicht, nicht dass uns das Haus abfackelt, und schmelzen den alten Gurt etwas an, so dass der nicht ausfransen kann. Und nun kommt unser, Pflaster ins Spiel. Das kleben wir jetzt einfach auf das Verbindungsstück. Und dies dient nun als Schutz. Einmal, dass die beiden Gurtstücke nicht ausfransen können über die Jahre. Und zum Zweiten, dass das Stück Blech nicht irgendwo hängen bleibt. Nachteil der ganzen Sache, man sieht oben das Stück Pflaster. Lässt sich leider nicht vermeiden. So, nun müssen wir nur noch den alten Gurt unten aus der Rollschnecke entfernen und den neuen Gurt aufwickeln.
Dazu benötigen wir meistens nur einen Kreuzschraubendreher und schrauben die Abdeckung ab. So sieht der alte Gurt aus. Nun räumen wir den ganzen Gurt ab. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr die Rollschnecke festhält, so dass sie noch komplett gespannt ist. Dann setzen wir von außen unsere Abdeckung drauf und stecken das komplette neue Band hindurch. Dieses neue Band fädeln wir dann unten in die Halterung und pressen die dann fest. Und dann wickeln wir den neuen Gurt langsam auf. Wichtig, vergiss die Abdeckung vorweg nicht raufzustecken, sonst könnt ihr die Arbeit wiederholen. Und nun das Ganze wieder festgeschraubt. Vorweg überprüfen, dass das Band keine Drehung hat. Und dann handfest festschrauben. Bitte nicht zu fest, es kann ganz schnell passieren, dass das Plastik platzt. Dann einmal die Funktion überprüfen und fertig sind wir damit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Handwerker Daumen nach oben von euch freuen. Die zwei Materialien werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Gebt der ganzen Sache einen Handwerker Daumen nach oben. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal.